Ja, hier spricht er wieder, euer Bolkert. Ich bin hier auf der Karte Murowanka. Das Ganze hier ist ein Standardgefecht und jede Seite besitzt eine Arti. Ich selber fahre den AMX 50 Foch 155. Das ist der Tierziehener Tank Destroyer der Franzosen. Er hat eine 155 mm Kanone. Hat er fertig vorgeladen, kann ich in kurzer Zeit 3 Granaten auf 155 mm verschießen. Ich glaube, zwischen den einzelnen Granaten waren es irgendwie 5 Sekunden, aber das sehen wir, wenn ich fertig geladen habe. Gut. Frontpanzerung 180 mm. Dank der Schrägen prallt einiges dran ab. Die untere Wanne ist sehr klein. Die ist schwer zu treffen. Wieso sage ich untere Wanne sehr klein, schwer zu treffen? Ja, untere Wanne ist ja, wie ihr alle wisst, im Regelfall immer ein Schwachpunkt. Der Schwachpunkt dieses Fahrzeuges bei der unteren Wanne ist halt nicht so groß. Ja, Schwachpunkt, den er nicht unbedingt verstecken kann, sind oben die Aufbauten, sprich einmal den optischen Balken. Jetzt links gesehen, ich gehe mal ein bisschen ran, und rechts daneben ist noch so eine MG-Kuppel. Also diesen optischen Balken, das ist wirklich ein großer Schwachpunkt, da geht fast jede Granate durch. Sehr leicht zu treffen. Verstecken kann er die auch kaum, die Aufbauten. Und bei der MG-Kuppel kommt ihr normalerweise auch immer durch. Aber es ist halt eine Kuppel, sprich halbrund. Und da kann, wenn es ganz dumm läuft, auch schon mal eine Granate vielleicht abprallen. Ich behaupte nicht, dass die da immer abprallen, aber es kann, wenn es ganz dumm läuft, mal vorkommen. Ja, ich rede vom Abpraller und schon pralle ich beim E100 ab. Vielleicht sollte ich nicht so viel von Abprallern sprechen, sondern lieber mehr von Schaden oder Panzer vernichten. Vielleicht klappt das dann ja auch viel, viel besser. Gut, genug gescherzt. Mal hier konzentriert das Gefecht verfolgen. Ich stehe ein bisschen weiter weg von den ganzen Mediums, die sich da immer hauen und prügeln. Ich versuche hier doch mal wirklich als TD zu arbeiten, aus Entfernung Feuerunterstützung geben, reinhalten. Und das war doch mal endlich ein Treffer. Zweiter Schuss, ein Treffer, 843 Schaden. Eine Granate habe ich hier noch vorgeladen, die ich schnell abfeuern kann. Die trifft auch. Und jetzt ziehe ich mich zurück, zeige meinem Team an, dass ich nachlade. Nicht, dass sie noch irgendwas von mir erwarten und nachher schimpfen, wieso ich nichts mache. Wieso habe ich mich zum Nachladen sogar verschoben? Ja, es gibt immerhin noch eine Arti hier pro Seite. Ist zwar nicht groß die Wahrscheinlichkeit, dass sie ausgerechnet mich jetzt beim Nachladen erwischt, aber ein Stellungswechsel kann ja nicht schaden. So, 6 zu 3, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ich habe demnächst fertig geladen und wie ich sehe, da kommt die Maus auf dieser Seite. Bedeutet, wenn es hier nachher rund geht, habe ich genug zum Schaden machen an Struktur beim Gegner. Na. Ich ziehe mich mal zurück. Es gibt sicherlich bessere teilgedeckte Stellung oder auch getarnte Stellung. Versuche einen Schwachpunkt zu erwischen. Ja, habe ihn erwischt. Untere Wanne beim E100. Nicht getroffen. Ich schätze mal, der ist einfach nur im Dreck gegangen. Blind noch einen hinterher. Am Nachladen ausweichen. Neun zu sechs. Leider bin ich am Nachladen. Sonst hätte ich doch gerne die Maus bearbeitet. So ein bisschen die
Bodensenke ausnutzen. Dank der Schrägen prallt da auch was ab vom Objekt 268. Wieder abgeprallt beim 268er. Der wird sagen, wie hart ist denn dieser Foch? Weil der 268er ist ein TD der Russen und der ist auch recht gut. Also normalerweise hat der auch keine Erbsen, die er verschleudert, sondern hat wirklich eine gute Waffe. Upsa. Hätte ich jetzt mal eine Goldgranate geladen. Aber. Ich glaube, er sieht mich nicht. Ich glaube, er wird noch weiter marschieren. Erwischt. Untere Wanne. Passt. Ja, ihr seht. Das ist ein Gefecht. Da scheppert's. Und die Maus hat immer noch Full Life. Aber ich hoffe nicht mehr lange. Ja, Hoffnung ist gerade geplatzt. Wie die Arti-Granate. Weil ich hatte die Hoffnung, dass die Arti ihn bearbeitet. Ich guck mal, dass ich einen sauberen Treffer lande mit meinen zwei Granaten. Na, dreh deinen Turm noch ein bisschen. Dreh. Leider nichts geworden. Jetzt lade ich erstmal nach. Ich habe jetzt hier Goldgranaten vorgeladen. Oder ich bin am Goldgranaten vorladen. So, ich bin zwar noch am Laden, aber bis ich an den Gegner ran bin... Ja, ich schätze mal, dann ist er zerstört, wie gerade zu sehen. Aber was soll's, kommen wir zur Auswertung. Das war trotzdem ein schönes Gefecht, finde ich. Und durchaus mal wert, dieses Fahrzeug mal wieder. Ja, das Ganze ist nur ein Überlegenheitsabzeichen zweiter Klasse. Dann habe ich einen Speer bekommen und ein Wirkungsfeuer. 9 Schüsse abgegeben, 7 direkte Treffer, 5-mal Durchschlag, Schaden 3.288, auf über 300 Meter Entfernung davon 1.461. Ich habe 2 Treffer erhalten, die haben nicht durchschlagen, da komme ich gleich nochmal zu. Schaden abgewehrt durch Panzerung 750, 5 Gegner beschädigt, 1 vernichtet, Schaden durch Spielerunterstützung 2.328 gemacht. Und so komme ich hier auf einen Reingewinn von 28.000, wollte ich gerade sagen, aber stimmt ja gar nicht. Sondern dank Premium komme ich hier auf einen Reingewinn von 26.854. Ohne einen Premium-Account hätte ich sogar hier 13.098 Credits Reingewinn gehabt. Das Ganze war ein Doppelungsgefecht und so komme ich hier auf 2.432 Erfahrungspunkte. Ja, 180 mm Frontpanzerung hat dieses Fahrzeug nur. Aber dank dieser Schrägen vorne, die optimal gewählt ist und weil ich ein klein wenig vielleicht auch angewinkelt stand, prallte da zweimal was ab. Seitlich die Wanne 40 mm und am Heck auch. Also immer die Front zum Feind halten und hoffen, dass der Feind nicht an diesen kleinen unteren Teil der Wanne rankommt. Sehr schwer zu treffen. Viele Karten haben Bodenwellen, da kommt fast kein Gegner ran, außer ihr krabbelt über den Berg. Dann würde ich, wenn ich den als Gegner habe, ruhig die untere Wanne anvisieren. Ansonsten, immer wenn er euch frontal begegnet, rechts und links obendrauf sind Schwachpunkte, habe ich schon im Gefecht gesagt, den optischen Balken, diese längliche Ding und diese MG-Kuppel. Ja, was soll ich zum Fahrzeug sagen? Ihr habt gesehen, was es kann. Es kann in schneller Schussfolge halt 3 Granaten abgeben, wenn es vorgeladen ist. Und jedes Mal sind es 155 mm. Das macht schon Aua.
Und damit möchte ich mich verabschieden. Tschüss, euer Borjokat.